Köln, mit dem Verkauf eines wahrlich ungewöhnlichen Objekts will eine Kandidatin bei Bares für Rares ordentlich Kasse machen. Doch es kommt anders. Am Ende stehen ein klarer Regelverstoß und 0 Cent zu Buche. Patricia Lehmbruch, 57, aus dem Mittelrheintal hat eine Freimaurertaschenuhr mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Die Moderator Horst Lichter, 62, fälschlicherweise zunächst als Ring identifiziert. Wie die Verkäuferin im Gespräch mit dem früheren TV-Koch erklärt, sei der dreieckige Zeitmesser ein Erbstück ihres bereits verstorbenen Mannes und stamme mutmaßlich aus Frankreich. Vielmehr weiß Lehmbruch allerdings nicht über ihr Mitbringsel. An dieser Stelle kommt Expertin Wendela Hortz, 54, ins Spiel und erläutert die Details. Auf der Oberseite der Uhr ist eine Plakette aus Porzellan angebracht, die das allsehende Auge zeigt. Auf dem silbernen Dreieck gibt es zudem drei handgravierte Symbole. Die Sonne ist die zeugende Kraft, der Mond ist der Empfänger. In einer Ecke sind 7 Sterne zu erkennen. Die Zahl steht für den Wissenden. Auf der unteren Seite zeigt die Uhr einen Bienenkorb. Die Biene verkörpere die 2 Tugenden Fleiß und Ordnung. Eine schöne Symbolik, findet Lichter. Bei den Preisvorstellungen für den Zeitmesser von 1870 gibt es allerdings Differenzen. Lehmbruch fordert satte 3.500 Euro. Hortz verpasst ihr jedoch sogleich einen Dämpfer und taxiert den Wert lediglich auf 2.000 bis 2.500 Euro. Verkäuferin mit Preis aus der Expertise plötzlich nicht mehr einverstanden auf Nachfrage von Lichter, ob sie bereit sei, die Uhr dennoch zu verkaufen, stimmt die Kandidatin zu. Die Voraussetzungen für die Händlerkarte sind somit erfüllt. Wenige Augenblicke später will sie davon allerdings nichts mehr wissen. Juwelierin Susanne Steiger, 41, gibt mit 500 Euro das erste Gebot ab. Doch auch einige ihrer Kollegen haben Interesse an der Freimaurertaschenuhr. Bei 2.200 Euro von Thorsten Schlössner, 62, muss die Kandidatin zugeben, dass die Expertise erreicht ist. Mein Wunsch wäre aber höher. Ich sag mal 3.000 Euro wären schön, sagt sie. In Bezug auf den Preis aus der Expertise hat sie ihre Meinung ebenfalls geändert. Dabei habe ich Bauchschmerzen. Das bringe ich nicht übers Herz. Das klang eben noch ganz anders, ein klarer Regelverstoß also. Steiger wirft als erste das Handtuch. Doch auch die anderen Händler scheinen wenig Lust auf Spielchen zu haben. Wenn sie so daran hängen, müssen sie sie ja nicht verkaufen, wirft Roman Runkel, 63, ein. Schlössner erhöht nochmal auf 2.350 Euro, doch auch da schüttelt die Kandidatin nur mit dem Kopf. Weil keiner der potenziellen Käufer bereit ist, mehr für die Uhr zu bezahlen, kommt es folgerichtig zum Abbruch. Somit tritt die Kandidatin, anstatt mit einem Batzen Geld, eben wieder mit ihrem Erbstück die Heimreise an.